30 Meter ist er hoch, 500 Tonnen schwer und unten im Fundament hat er einen langen Riss. Der Kalkofenturm in der Zuckerfabrik Zarberg. Bei der Inspektion der Anlage haben wir den Riss entdeckt. Eine Entdeckung, die könnte verheerende Folgen haben, meint Guido Steger, CEO von Schweizer Zucker AG. Dann hat man den analysiert und dann hat man gesagt, ja, der ist schon ein bisschen gross, also eine gewisse Gefahr besteht, dass der grösser werden könnte und der Turm könnte umkehren. Das ist ein Kalkofen, wo wir Kalk mit Kohle zusammen brennen, wo wir nachher im Prozess brauchen. Das ist ein Turm, der 1000 Grad ist obendrauf, wo es ein sehr grosses Gewicht drin hat. Und der hat schon 20, 30 Jahre auf sich. Und der Beton scheint schon gewisse Alterserscheinungen zu zeigen. Für den Guido Steger wäre es die grösste Katastrophe, würde der Turm umkehren. In so einer Situation müssen wir darum die höchsten Sicherheitsmassnahmen treffen. Das ganze Gebiet, das wir hinfallen können, haben wir abgesperrt. Also, da darf es keine Leute mehr drin haben oder nur ganz kurzzeitig drin haben, bis wir genau wissen, wie gefährlich der Riss ist. Im Kalkofenturm wird der Zucker gereinigt. Ein wichtiger Teil im Herstellungsprozess. Im Moment läuft hier aber gar nichts. Nicht nur im Turm, sondern auch auf der Strasse nicht. Fährt man hier auf der Radolfingerstrasse, stößt man auf das Schild und kommt nicht weiter. Die Strasse ist von beiden Seiten gesperrt. Keine schöne Situation, weil nach der schwierigen Saison hat der Riss noch gerade gefällt. Es war immer schlecht Wetter. Das war mühsam für die Bauern, die drüben bei nassem Wetter zuerst ernten und nachher auch führen. Wir hatten hohe Erdanteile, die dann auch wieder hohe Abzüge gebracht haben. Also wir hatten schon eine schwierige Kampagne, wir hatten auch ein paar technische Störungen. Und jetzt ist das noch dazu gekommen. Das freut uns natürlich nicht. Experten untersuchen jetzt, wie tief der Riss ist und wie gross der Schaden. Die Radolfingerstrasse bleibt noch bis Anfang nächste Woche gesperrt.